Ja, hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, es hat jetzt die ganze Nacht über geschneit. Gestern war das Wetter eigentlich ziemlich mies, vor allem wenn man auf der Straße unterwegs war. Es hat eher Schneeregen geherrscht, aber über Nacht hat es ein bisschen Neuschnee gegeben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren heute wohin, nutzen das schöne Wetter und leider den Platz, den was ich mir ausgesucht habe, ja, da ist jetzt gar nicht mehr so viel Schnee. Ja, aber es ist trotzdem, ich habe schon ein paar Bilder jetzt aufnehmen können, ein paar Motive gefunden. Und jetzt momentan habe ich einen Berghang, wo durch die Wolken so ein herrliches Licht-Schattenspiel herrscht. Der Himmel selbst, zumindest in die Richtung, wo ich fotografiere, ist überwiegend blauer Himmel. Das heißt, ja, er ist eher ein wenig uninteressant für mich. Deswegen habe ich mich jetzt mit den 70-100 eher auf enge Bildausschnitte konzentriert und versucht, die Lichtschattenspiele auf den bewaldeten Berghang da ein bisschen einzufangen und in Szene zu setzen. Wo wir sind in einem Hochmoor, im Bürgschachen Hochmoor, da habe ich schon ein, zwei Videos einmal veröffentlicht. Ja, mit der Schneemenge schaut es da ein bisschen traurig aus, aber mal schauen, vielleicht findet man noch den einen oder interessanten Platz. Und ja, Sonnenuntergang wäre geplant, schaut heute gar nicht so schlecht aus, es gibt eine Plattform. Ich weiß nicht, ob wir da den Sonnenuntergang verbringen oder ob wir nicht auf ein bisschen höher fahren. Da gibt es einen Berg, da sieht man herrlich auf die Enstaler Gebirge bzw. auf die Gesäuseberge. Und ja, mal schauen, ob wir da den Sonnenuntergang verbringen. Aber wir haben noch ein bisschen hin. Ja, circa 2 Stunden haben wir noch. Nicht ganz 2 Stunden bis Sonnenuntergang. Wir unternehmen da jetzt einmal schon eine Wanderung. Mal schauen, ob wir da das ein oder andere Bild noch finden. Auf jeden Fall, das schaut immer schon interessant aus und ich hoffe, dass da das ein oder andere Bild ein bisschen heraussticht. Ja, wir haben jetzt leider die Sonne da im Tal bzw. da im Moor verloren, denn ja, der hat sich mit einer richtig mit einer großen Wolkenschleier oder Wolkendecke verkrochen, die Sonne. Aber wir haben am Gebirge herum noch herrliches Licht und ich wünschte, das Hochmoor wäre schön mit Schnee bedeckt, dass ich so schöne so eine Art Wattepolster hätte, aber leider ist das nicht der Fall. Es ist alles grün, was es jetzt ein bisschen schwierig macht, im Kontrast zu den eher weißen Gebirge und dem dunkelgrünen Vordergrund, ist es ein bisschen schwierig mit der Belichtung. Ich komme zwar mit einer Belichtung aus, zumindest laut Histogramm, aber ich bin mir nicht sicher, wie das am Bild dann wirkt. Was ich letztens entdeckt habe, ich habe im Hintergrund das Gebirge, wo es eine irrsinnig interessante Lichtstimmung hat, das mit dem Lichtschattenspiel. Ich habe oberhalb Wolken, was mir die Sonne teilweise blockt und teilweise durchlässt. Und das schaut für mich schaut das einfach interessant aus. Und ich habe jetzt versucht, mit dem Vordergrund, mit den Birken und mit den kleinen Büschen den Vordergrund der Bildkomposition zusammenzukriegen. Ich habe es zunächst in Hochformat probiert, hat mir jetzt nicht so gepasst. Querformat 4:3. Die einzige Sorge ist, dass es dunkelgrüne am Bild, ja, dass mir das Bild, die Bildwirkung ein bisschen zerstört. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass die Lichtstimmung so ein bisschen anhält. Wir werden jetzt direkt zu der Plattform marschieren, wo ich auf dieses Gebirge einen Ausblick habe, wo ich eine große Fläche vor dabei habe und vielleicht ja, dann mit dem Teleobjektiv mit 70-200er vielleicht noch interessante Aufnahmen bekomme, denn das Hochmoor selbst ist schneelos und das ist leider ein bisschen schade, aber ja, die Sonne ist auch weg. Jetzt habe ich das ganz interessante Licht, was ich im Vordergrund vielleicht noch ein bisschen haben hätte können. Das ist jetzt auch weg. Aber mir gefällt es trotzdem. Ich bin da ein bisschen hin und her marschiert, um vielleicht einen besseren Platz für die Kamera zu finden, aber es ist da wirklich der bessere
Blick auf das Gebirge. Und ich werde die Kamera definitiv herauslassen. Ich habe es jetzt eben wieder in den Rucksack hineingetan, was vielleicht ein bisschen blöd war. Denn es dauert immer wieder, die Kamera aufzubauen. Und ja, das Licht ändert sich jetzt doch einigermaßen schnell, unter Anführungszeichen. Ja, deswegen lasse ich die Kamera jetzt heraus und wir werden jetzt weiter marschieren. Ja, wir sind jetzt direkt zur Plattform. Wir haben jetzt gar nicht mehr woanders einen Stopp eingelegt, beziehungsweise nicht wirklich irgendwo jetzt da versucht, Motive zu finden. Ja, die Lichtstimmung ist jetzt leider nicht mehr so interessant wie vorhin. Nicht mehr so spannend, nicht mehr so dramatisch. Aber ich brauche jetzt definitiv das 70-200. Denn alles, was im Vordergrund ist, das Grüne, ist jetzt nicht wirklich sehr interessant für mich. Aber ich habe weiter weg ein kleines Waldgebiet oder ja, so ein Waldstreifen, der was ein bisschen Schnee drauf hat. Und Polfilter brauchen wir noch. Und da könnte ich vielleicht mit 70 zu 100 weit genug reinzoomen, dass wir da vielleicht noch eine interessante Bildkomposition bekommen. Oh ja. Ja, wie gesagt, das spannende, dramatische Licht, was ich vorhin gehabt habe, wo ich aber keinen wirklich schönen Ausblick gehabt habe, ist jetzt da ein bisschen verloren gegangen. Ich habe jetzt nur mehr auf einer Stelle wirklich Licht und dieses schöne Lichtschattenspiel ist jetzt leider verschwunden. Mal schauen, vielleicht kommt es wieder zurück. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Das heißt, ich werde auf meine Freundin warten, die hat nämlich die Jause im Rucksack. Dann werden wir mal kurz noch eine Pause einlegen, warten, ob sie auf dem Licht noch etwas tut. Und schauen. Ja, die Bäume da im Vordergrund, ich glaube, ich zeige euch das dann ganz kurz. Das schaut jetzt am Bild jetzt gar nicht so schlecht aus. Mit den 70-200er kann ich weit genug reinzoomen, dass ich das ganze Dunkelgrüne da im Vordergrund wegschneiden kann. Schaut jetzt nicht so schlimm aus, aber ja, ich habe da links von mir auch noch interessant, das vielleicht probieren wir da noch etwas. Ja, es schaut in mehr in Richtung jetzt gar nicht so schlecht aus. Jetzt hat die Frage, auf was konzentrieren wir uns jetzt? So, ich muss das jetzt so leider herzeigen, denn auf der anderen Kamera kann ich das nicht herzeigen, da habe ich das 70 zu 100 montiert und da sieht man noch meinen Finger nicht wirklich. Und die Videokamera hat jetzt leider zu kurze Beinweite, dass ich da weiter hinein kann. Aber mein Hauptmotiv ist eigentlich diese Berggruppe oder dieses Gebirge da. Und ich habe die Bäume da im Vordergrund mit im Bild. Natürlich wäre es herrlich, wenn die mehr Schnee hätten, aber somit ist es jetzt nicht komplett dunkel am Bild. Ich habe da noch ein paar helle Stellen dabei, was das Bild ein bisschen heller macht. Und eben da das Lichtspiel da. Ich hoffe, dass das noch irgendwann ein bisschen mal interessanter wird. Aber ja, je später was das wird, desto schwieriger wird es, dass die Sonne da noch durchbrechen kann. Ich habe das Ganze auf 4:3 gekroppt. Mal schauen, ob ich das so zeigen kann. Ungefähr so, glaube ich. 4:3 deswegen, dass es einfach ein bisschen kompakter wirkt und nicht so auseinandergezogen und dass mehr Vordergrund auf Hintergrund die Wirkung besser ist, als wenn das mehr in die Länge gezogen wird. 3:2 Format hätte ich auch diesen Hügel da rechts mit hinauf. Schaut jetzt auch nicht so schlecht aus, aber ja, bin mir nicht sicher. Ich mache auf alle Fälle 3:2 Bilder mit oder auch zusätzlich. Und ja, was mir noch besser gefällt, das zeige ich euch dann. Ja, jetzt die Kamera da ist noch anders ausgerichtet und zwar ist es ein ziemlich minimalistisches, einfaches Bild. Es ist eigentlich nur ein
bewaldeter Berghang bzw. Ja, Gipfel kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber die, ja, die Spitze oben, wo nur ein kleiner Teil jetzt von der Sonne beleuchtet wird, der untere Teil liegt im Schatten. Und ja, es wirkt jetzt ganz interessant. Es ist, wie gesagt, es ist ziemlich minimalistisch, sehr einfach, aber mir gefällt jetzt einfach die Lichtstimmung da oben, das ja, hell-dunkel. Und ja, wir haben links auch noch interessante Stellen, die werden wir auch noch probieren. Aber man sieht, wie das Licht sich da schon etwas verändert. Man hat da nicht wirklich viel Zeit zum Überlegen. Ja, das Problem sind mehr, weil die kahlen Stellen drinnen, das wirkt das dann Bild nicht so, so spannend. Aber da drüben sehe ich, wie sich das Licht wieder ein bisschen verbessert. Das heißt, wir gehen wieder zum ursprünglichen Bildkonzept zurück. Schaut jetzt nicht schlecht aus. Ein bisschen Wickmaschine. Schau. Ja, Sonnenuntergang ist jetzt in 5 Minuten. Das heißt, wir haben nicht mehr recht lange. Und bei meinen ursprünglichen Motiv ist eigentlich das Licht weg, nur mehr ganz leicht auf der Bergspitze. Aber dafür ist links am, was war das für Berg? Pyrgas, oder? Pyrgas. Ja, Pyrgas. Am Pyrgas haben wir jetzt noch herrliches Licht. Ja, mir fällt so oberhalb ein bisschen die Wolkenstimmung, aber das Licht ist jetzt gar nicht so schlecht, beziehungsweise zieht sich unten unterhalb von der Bergspitze ein bisschen die Wolken durch, was jetzt ja, ein bisschen Spannung hinzufügen. Ja, mal schauen, wie lange das Licht hält, ob wir noch ein nettes Alpenglühen bekommen. Oder ob das jetzt schon der Peak war vom Licht. Ich mache jetzt permanent eigentlich in regelmäßigen Abständen ein Bild, um ja, daheim noch einen auszusuchen, was noch die beste Lichtwolkenkonstellation ist. Und dann ja, das Bessere, das sitzt dann. So, ein bisschen Belichtungskorrektur, nicht ganz zu dunkel werden. Ja, das Licht wird schon immer weniger. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Alpenglühen hinein. Ich werde auf jeden Fall von euch verabschieden. Es ist schon ein bisschen kalt. Und ja, dann werden wir Rückweg antreten. Ich hoffe, das Video, vielleicht eher ein kurzes Video, unserer kleinen Mitterwanderung hat gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Kanal abonnieren, falls es nicht tut, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und jetzt kommen die Bilder vom Sonnenuntergang. Bye.